Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir befinden uns hier in Wart-Weiningen. Das ist eine Ortschaft im Kanton Thurgau, Schweiz, südlich des Bodensees, für Leute aus Deutschland. Und es hat hier einen Streit gegeben, den man von vielen Seiten her betrachten kann, als Brüderstreit, als Streit mit den Behörden. Auf jeden Fall geht es um dieses Loch hier. Und ich habe mir im Vorfeld des Interviews mir erklären lassen, als diese Ebene flach war und dann zu einer Kiesgrube bestimmt wurde, dass dieses Volumen hier einen Gesamtwert oder einen Gesamtumsatz von etwa 100 Millionen Franken generieren könnte, weil einerseits man Geld verdient mit dem Abtragen des Kieses, aber nachher eben auch das Loch, das entsteht, eben auch einen Wert hat, weil man da eben wieder Aufschüttungen machen kann. Wenn zum Beispiel irgendwo in der Umgebung gebaut wird und Aushub entsteht, dann kann man es für irgendwie 20 Franken oder so pro Kubikmeter hier wieder deponieren. Es muss aber dann eben, darf eben nicht belastet sein. Und hier gibt es einen Bruderstreit. Man sieht hier eine Linie, wenn man so will, ist wie ein Tal. Und das ist ungefähr die Grenzziehung zwischen dem Grundstück da hinten, wo der eine Bruder fleißig arbeitet oder fleißig arbeiten darf, während dem hier ein Baustopp passiert ist. Und es ist in verschiedenen nationalen und lokalen Medien erschienen, im Beobachter, in der Thurgauer Zeitung, dass wir hier eben einen Fall haben, der schon seit über 10 Jahren andauert. Und ich habe hier eigentlich keine direkte Konfliktpartei bei mir. Die direkte Konfliktpartei, die stürzt sich hoffentlich nicht gleich von der Klippe dort. Da steht dort, ich habe hier Heinz Geiges, der seinen Bruder, den Roland Geiges, unterstützt in einem Rechtsstreit. Einerseits gegen die Behörden auf strafrechtlicher Ebene oder nicht auf Beamtenebene, sage ich mal, und dann ein Zivilverfahren, das eben auch noch gibt mit dem Bruder. Habe ich das einigermaßen gut zusammengefasst? Ja, das stimmt so. Okay, ist nicht ganz einfach, das alles zu verstehen. Es gibt viele Fachbegriffe und so weiter. Aber was eigentlich das Geheimnis ist oder das der größte Streit von allem, das sieht man hier, das ist dieser, unter diesem Hügel hat es hier so eine Schräge, da wurde aufgeschüttet. Und zwar wurde aufgeschüttet, weil der Besitzer, eben Roland Geiges, dazu gezwungen wurde. Kannst du vielleicht mal das historisch erklären, wie es passiert ist? Ja, vielleicht seit 2009, als die Brüder zusammen hier abgebaut haben. Ja gut, seit 2009 streiten die zwei Brüder und die Gemeinde hatte einfach genug von dem Streit und hat gesagt, ihr einigt euch oder wir machen die ganze Kiesgrube zu. Dann haben sich die zwei zusammengerauft, haben gesagt, okay, wir füllen hier zusammen gemeinsam auf. Und dann wäre das Problem gelöst, weil man kann ja nicht auf einer Grenze senkrecht auffüllen, das braucht ja immer beide Seiten. Genau, das Problem hier, oder? Wenn es zu steil wird, dann rutscht das Kies aufs Nachbargrundstück. Das lässt sich einfach nicht vermeiden, oder? Ja. Und da muss man eben ein Gleichgewicht finden zwischen Abbauen und Auffüllen, wenn man so will. Ja, es muss einfach so aufgefüllt werden, es wird auf beiden Seiten abgebaut und wenn fertig abgebaut ist, wird auf beiden Seiten gleichzeitig aufgefüllt. Es kann gewisse Unterschiede geben, aber es muss eigentlich im Großen und Ganzen gleichzeitig aufgefüllt werden. Genau. Und da ist es passiert, dass auf der anderen Seite eben ein Stück der Kiesgrube abgerutscht ist Richtung Landwirtschaftszone oder sogar Waldzone. Ja, von diesem Hügel da. Auf dieser anderen Seite hier, von diesem Hügel. Auf der anderen Seite vom Hügel ist Landwirtschaftszone und Roland Geiges hatte da Material gelagert in der Abbauzone. Das ist in die Landwirtschaftszone gerutscht, das ist verboten und dann musste er dieses Material entfernen. Und zum Entfernen musste er das unten in der Grube einbauen. Und das hat er dann im 2013 versucht. Dann ist das Material auf die andere Seite gerutscht, weil sich sein Bruder geweigert hat, gleichzeitig aufzufüllen. Und obwohl, wie du sagst, das eigentlich vereinbart wurde, mit einem gemeinsamen Vertrag. Ja, und das wurde der Gemeinde auch so abgegeben und die Gemeinde hat es sogar visiert. Auf jeden Fall ist das nicht zustande gekommen und dann hat Roland Geiges halt alleine aufgefüllt. Dann ist es zur Abrutschung gekommen über die Grenze. Das hat dem Nachbarn nicht gefallen. Er hat eine Anzeige erstattet. Man hat dann einen Baustopp erlassen auf der Seite von Roland Geiges. Der besteht heute noch. Das war 2013, also vor 11 Jahren. Seit 11 Jahren ist der Baustopp. Und darum ist der auch alles schon grün überwachsen natürlich. Ja, das grün überwachsen dauert ungefähr 5 Monate. Das geht nicht so lange in einer Kiesgrube. Aber auf jeden Fall, dann konnte auch Roland Geiges nicht mehr arbeiten. Und die Gemeinde hat dann Roland Geiges Vorschriften gemacht, wie er das Material abbauen muss
und da unten einfüllen muss. Und Roland Geigers hat das im 2016 versucht. Die Gemeinde hat gesagt, du musst 30.000 Kubikmeter von hier nehmen, das ist ein ganz schöner Haufen Material, und da unten einbauen. Genau, ein Kubikmeter sind 1000 Liter, wenn man so will. Ja. Das sind 30 Millionen Liter Material, wenn man sich das vorstellen will. Ja. Ja. Und dann hat Roland Geigers das gemacht, hat begonnen und dann sind wieder, jetzt hat begonnen, wieder abzurutschen über die Grenze. Dann hat er gesagt, ich weigere mich weiter aufzufüllen, sonst rutscht es wieder rüber, ich muss wieder bezahlen. Und dann, ja, auf jeden Fall hat das nicht funktioniert und dann hat die Gemeinde wieder einen Baustopp gemacht. Und Roland Geigers hat von den 30.000 Kubikmeter ungefähr 18.000 Kubikmeter disloziert bereits. Ja, weggenommen von hier und da eingebaut. Und die Gemeinde ist dann hingegangen und hat eine Verfügung gemacht und gesagt, so, du hast es nicht gemacht, jetzt machen wir das auf deine Kosten. Und das nennt man dann eine sogenannte Ersatzvornahme. Ersatzvornahme, um einen als illegal eingestuften Vorgang zu zwangslegalisieren, wenn man so will. Ja, also rückgängig zu machen und einen rechtmäßigen Zustand wiederherzustellen. Ja. Und die Gemeinde hat dann das ausgeschrieben und irgendeiner Firma den Zuschlag gegeben. Also die haben zuerst noch geplant und wenn man das rechnet, Roland Geigers musste 30.000 Kubik wegnehmen, 18 hat er weggenommen, dann wären ja 12 übrig. Und die Gemeinde hat dann aus diesen 12.000 Kubik, die Roland Geigers noch wegnehmen müsste, wieder 30.000 Kubik gemacht. Die haben gesagt, ja, jetzt nehmen wir auf dieser Seite, wo wir hier stehen, nehmen wir auch 14.000 Kubikmeter weg. Dieses Material konnte gar nie in die Landwirtschaftszone abrutschen. Also es besteht kein Grund, dieses Material von dieser Seite wegzunehmen. Und das, die haben das auch gemacht. Auf jeden Fall haben sie dann diese 30.000 Kubikmeter, 25.800 Kubikmeter, davon da unten eingebaut. In diesem, nicht in diese Fläche oder in diese Steile, diesen Steilhang unterhalb des Hügels. He? Genau, das sieht man hier. Moment, hier. Jawohl. Genau. Und damit das funktioniert hat und eben nicht abrutschen sollte, hat man 1550 Tonnen Zement da zugemischt. Und es ist verboten, in einer Kiesgrube Zement einzubauen. Weil? Weil das ist eine Materialentnahmestelle. Und wenn die wieder aufgefüllt wird, darf nur unverschmutztes Aushubmaterial eingefüllt werden. Genau, weil das Problem ist, das hat in einem Zeitungsartikel gestanden, quasi dieser Aaron Brockovich-Vorfall, dass Chromit, Chrom 6. Oder Chromat. Genau, also Beton ist kein Problem, wenn es noch fest verbaut wird, aber wenn es eben ohne Fundament einfach so lose verbaut wird, dann kann es durchs Regenwasser, kann es dieses Chromat, oder Chromit. Chromat oder Chrom 6. Chrom 6 kann ins Grundwasser kommen und es könnte das Trinkwasser vergiften. Das ist ja, das Grundwasser. Das Grundwasser, was ja am Ende auch Trinkwasser sein könnte. Ja. Kurz oder lang. Ja, das Gebiet hier, das geht teilweise zur Grund-Trinkwasserfassung. Ja. Aber das ist natürlich, wenn hier Chrom 6 im Boden geht, bis das dann bei der Trinkwasserfassung, die ist ja ungefähr 800 Meter entfernt, bis das dort ankommt, da wird ja noch anderes Wasser zugemischt und dann ist das so stark verdünnt, dass man es nicht mehr messen kann. Chrom 6 ist drin, aber man kann es nicht messen, weil es so wenig ist. Dann ist es auch nicht gefährlich, wenn es so wenig ist, ja, dass man sich messen kann. Also das gehen die. Das ist umstritten. Das ist umstritten, weil gewisse Forscher sagen 0,002 Milligramm, also 0,002 Tausendstel Gramm. Also das ist ganz, 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 ganz wenig. Material von diesem Chrom 6 ist schon giftig genug, um langfristig Probleme zu schaffen. Das sagen gewisse Forscher. Jetzt ist es so, um das ein bisschen auf den Punkt zu bringen, es gibt also mehrere Rechtsverfahren. Ja. Er war mehrmals vor Bundesgericht. Ihr werdet wahrscheinlich wieder vor Bundesgericht gelangen. Und die Gemeinde hat jetzt, nachdem sie nach eigener Aussage immer nur sehr dürftig antworten konnte auf die Anfragen aus der Bevölkerung, aufgrund der abgeschlossenen Verfahren vor Bundesgericht jetzt eine öffentliche, eine Veranstaltung gemacht, wo über 100 Leute gekommen sind. Unter anderem bist auch du da gewesen und der Bruder, der da eben mit euch im Streit liegt. Und dort wurde gesagt, die Sache ist eigentlich erledigt, das Bundesgericht habe das geprüft und das Bundesgericht habe alles für richtig gefunden, was passiert ist.
Aber nach deiner Aussage ist es eine Abkürzung der Geschehnisse, weil das etwas ganz Relevantes wurde eben gar nicht beurteilt, ja, vom Bundesgericht. Das Bundesgericht oder kein Gericht hat bis jetzt die Umweltbelastung beurteilt. Die Gerichte haben sich immer auf den Standpunkt gestellt, das ist nicht Verfahrensgegenstand. Und wenn es nicht Verfahrensgegenstand wird, wird es vom Gericht nicht behandelt. Und andere Sachen waren, dass ich das nicht genug genau gerügt habe, wenn man nicht genau rügt, dann wird das vom Bundesgericht auch nicht angeschaut. Was eben interessant ist, es gibt eigentlich nur ein einziges Gutachten, das ist von eurer Seite her entstanden, ein gemäß Zeitung renommierter Richter und wie heißt der Name? Also er heißt Doktor, die Firma heißt Magma AG und der Chef oder der Besitzer dieser Firma heißt Dr. Reto Philipp. Die haben einen guten Ruf, schweizweit. Und er ist auch, Dr. Reto Philipp, ist auch Richter an der Baurekurskommission im Kanton Zürich. Genau. Und der wird seinen Ruf hier, warum sollte er seinen Ruf für mich auf die Spitze? Und der hat festgestellt, dass das ganz klar quasi verseuchter Boden ist, wenn man es ein bisschen dramatisch formulieren will. Ein bisschen, aber ein verschmutzter oder einfach nicht. Ein belasteter Boden. Ja. Und das ist eigentlich das einzige Gutachten, das es gibt. Lediglich das Amt für Umwelt hat ebenfalls Aussagen getätigt, die als angeblich so quasi Gewicht haben eines Gutachtens. Ja. Und die sagen einfach, nö, hier gibt es nichts zu sehen, bitte weitergehen. Ja, das Amt für Umwelt sagt, die Gemeinde hat hier ein Bauwerk erstellt oder eine Baute. Und auf Bauten sind diese Umweltvorschriften nicht anwendbar. Sonst könnte man ja nirgendwo irgendwie ein Haus erstellen, weil das könnte man ja auch nicht machen. Aber das ist natürlich für ein Haus, habe ich eine Baubewilligung und da muss ich Vorkehrungen treffen und dann baue ich das und betoniere da und der Beton wird hart und dann ist das Chrom 6 ist auch da, ist aber gebunden und hier ist es eben nicht gebunden, hier ist es im Auffüllmaterial mit dem Zement gemischt und es wird einfach vom Regenwasser ausgewaschen. Und du hast das Wort Baute verwendet, was interessant ist, weil du über längere Zeit eigentlich überhaupt von den Behörden eine Auskunft haben wollt. Ist das jetzt eine Deponie oder ist es eine Baute? Jawohl. Oder? Und der Unterschied ist, wenn es eine Deponie wäre, dann wäre was? Wenn das eine Deponie ist und das ist eine Deponie von den Werten her, wenn man die Werte des Chrom 6 misst, dann ist das eine illegale Deponie, weil eine Deponie darf hier nicht erstellt werden, ist keine Bewilligung für das da. Und wenn es ein Bauwerk ist, dann braucht es ja einen Baubewilligung oder wenn jemand eine Garage in seinem Garten oder irgendwo bauen will, braucht er auch eine Baubewilligung. Mit anderen Worten, nach deiner Sicht haben die Behörden eigentlich vermieden, überhaupt zu beurteilen, ob es eine Deponie oder eine Baute ist. Aber sie mussten sich dann früher oder später doch festlegen und haben sich dazu entschlossen, es eine Baute zu nennen. Aber Bauten sind eigentlich illegal hier. Ja, aber nein, das ist einfach, das AFU, Amt für Umwelt, sagt, es ist eine Baute. Und darum muss man die Umweltvorschriften nicht einhalten. Die Gemeinde sagt, es ist keine Baute. Wir müssen die Umweltvorschriften aber nicht einhalten, weil das AFU sagt, wir müssen die Umweltvorschriften nicht einhalten. Das ist ein Kreis, wo wir uns seit Jahren bewegen. Und alles, was wir eigentlich wollen, ist ein unabhängiges Gutachten, dass das angeschaut wird. Das würde auch dem Steuerzahler viel Geld sparen, weil die Verfahren, die noch laufen, weil jetzt ist ein Verfahren am Laufen, wo bei diesen Verfahren muss das AFU, das Amt für Umwelt, bestimmen, ob es ein belasteter Standort ist oder nicht. Ich bin übrigens kein Italiener, der so redet. Ich halte hier ein Mikrofon in der Hand. Langsam wird mein Arm ein bisschen müde. Soll ich es halten? Wenn du das kannst, stabil einigermaßen vor dem Mund halten, nicht zu nah. Genau, irgendwie so. Ja, das wäre super. Okay, versuche ich mal. Genau, dann kann ich näher, nicht mehr mit meinen Händen fuchteln. Das ist zu, genau, kannst du nicht mit dem Italiener spielen. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. In der Gemeindeversammlung haben sie quasi gesagt, wir haben hier Bundesgerichtsentscheide, alles ist gegessen. Und darum machen wir auch kein Gutachten. Aber die Tatsache ist die, das habe ich gar nicht gewusst, wenn du mit Behörden im Streit liegst, da hat für einmal der Bürger einen Vorteil, weil selbst wenn die Leute das Verfahren gewinnen, bleiben die Rechtskosten bei der Gemeinde hängen, oder? Der Teil der Gemeinde. Genau, der Beratungsteil der Gemeinde, der Rechtsberatungsteil alles, der Gemeinde. Alles, was die Gemeinde für die Anwälte und Rechtsberatung ausgibt. Und das sind nach jetziger Aussage für die bereits 600.000 Franken oder so? Ja, ich jetzt nicht. Oder 400.000, ich habe da zwei Zahlen gehört. Mehrere hunderttausend Franken, glaube ich, sind es ja. Ich glaube, es sind knapp 500.000 bis jetzt. Und das Interessante ist eben, ich bin ja unabhängig, ich würde auch
Ich würde auch den Stefan interviewen, weil ich kenne ja die Hintergründe nicht genau. Ich versuche hier objektiv festzustellen, was passiert. Und für mich als Journalist ist es interessant, dass man sagen müsste, wenn die Gemeinde erfindet, sie hat absolut nichts falsch gemacht. Alles ist gut, es gibt nichts zu sehen. Was spricht dann dagegen, dass man ein unabhängiges Büro beauftragt, eben nicht das Amt für Umwelt und nicht die Magma AG, die ja quasi in seinem Auftrag gemacht hat, eine dritte Firma, eine weitere Firma hinzuzieht, die mit einem sehr guten Ruf, die einfach feststellt, ist jetzt dieses Grundstück hier belastet oder nicht? Weil wenn es ja nicht belastet ist, wie die Gemeinde behauptet und das Amt für Umwelt behauptet, dann ist ja, haben sie ja nichts zu befürchten, dann wäre die Sache erledigt und würdet ihr wahrscheinlich auch zurückziehen, oder? Dann würdet ihr, wenn es dann hättet ihr keine Grundlage oder keine Grundlage, einen Fall zu gewinnen, dann lohnt sich es eigentlich nicht, bis ans Bundesgericht zu gehen. Und jetzt müsst ihr wieder klagen, damit quasi das Recht auf ein unabhängiges Gutachten müsst ihr euch jetzt klagen. Genau, die Klage läuft jetzt. Genau, und das ist ja schon ein bisschen irrsinnig, oder? Die ist im Moment beim Departement für Umwelt. Mhm. Und da haben die auch beantragt, dass das AFU in den Ausstand treten muss, weil das AFU eben Zeugs macht. Also das AFU war von Anfang an involviert und die sind nicht unparteiisch und die müssen in den Ausstand treten und die weigern sich, in den Ausstand zu treten. Und das ist in diesem Verfahren nun hängig. Mhm. Der Ausstand, der ist jetzt vor dem Verwaltungsgericht, der wird nachher ans Bundesgericht gehen, nehme ich an. Oh, ja, und dann geht es weiter, dann geht es wieder zurück zum DBU, Departement für Bau und Umwelt, und die werden dann entscheiden müssen, ob das ein Gutachten gemacht wird. Weil durch diese Zwangsinstandsetzung, die ja von der Gemeinde beauftragt und insofern auch von der Gemeinde ausgeführt wurde, ist jetzt eben dieser Unterhügel quasi entstanden. Das klingt harmlos, aber wenn das wirklich jetzt belastete Erde wäre, dann müsste man das entsorgen und jeder einzelne Kubikmeter würde etwa 65 Franken kosten oder so. Ja, die Tonne. Die Tonne? Das wären 100 Franken der Kubikmeter. Genau. Nur Deponiegebühr. Und ihr habt ausgerechnet, das wären dann über 10 Millionen Franken, die da Kosten stehen würden. Und da könnte man sagen, ja, lass doch einfach bleiben. Das Problem ist nur, wenn das wirklich belastet ist und in 5 oder 10 Jahren da irgendein Problem entsteht, dann wäre der Besitzer wieder haftbar. Ja, Roland Geiges wäre haftbar. Obwohl das Amt für Umwelt gesagt hat, es ist nichts. Das ist nicht rechtsverbindlich eine Aussage, sondern es ist nur das heiße Luft. Das Problem mit diesen 12 Millionen Franken haben wir da wird ja gesagt, wir haben das gefordert. Wir haben das nicht gefordert, sondern wir haben der Gemeinde gesagt, für Umweltvergehen sind die Verjährungsfristen sehr, sehr kurz. Also nach 2 Jahren ist das erledigt, dann kann man die nicht mehr packen. Und 2 Jahre sind ja schon rum. Und darum haben wir gesagt, ja, wir verlangen, dass ihr eine Verjährungsverzichtserklärung unterschreibt. Das heißt, die Gemeinde sagt, okay, wenn das Verfahren 5 Jahre geht und in 5 Jahren kommen wir als unterlegen und ein Gericht stellt fest, dass wir hier einen belastenden Standort haben, stehen wir dafür gerade. Und dafür ist diese Verzichtserklärung da und die Gemeinde hat sich geweigert, das zu unterschreiben und das AFU auch. Und dann haben wir gesagt, okay, dann müssen wir halt eine Schadensersatzforderung machen und die haben ja ausgerechnet, wie viel das im höchsten Fall kostet, wenn das Material wieder ausgebaut werden muss. Und dann haben wir die Gemeinde und das AFU übrigens auch auf diesen Betrag verklagt, also betrieben. Eigentlich haben wir eine Rechnung geschrieben und eine Betreibung eingeleitet gegen die Gemeinde. Die Gemeinde hat einen Rechtsvorschlag gemacht und das ruht jetzt einfach, bis das Verfahren fertig ist. Aber es verjährt nicht. Und das war eigentlich der Zweck von dieser ganzen Übung. Das hat uns auch wieder viel Geld gekostet. Die Gemeinde hat es auch Geld gekostet, die Anwälte, die das abklären müssen. Einfach weil die Gemeinde gesagt hat, ja nein, Verjährungsverzichterklärung unterschreiben wir nicht, haben wir gar nicht nötig, das ist alles in Ordnung. Und ja, ist natürlich auch ein Argument. An der Gemeindeversammlung soll auch Stefan, also euer Kontrahent und Bruder, das Wort ergriffen haben und habe Applaus erhalten. Er hat sich entschuldigt für die Aufwendungen, die für die Gemeinde entstehen, hat dann auch Stellung bezogen. Er könnte der Aufwand der Gemeinde auch ein bisschen, sag ich mal, reduzieren, wenn er öffentlich fordern würde, macht dieses scheiß Gutachten, dieses Unabhängige. Das würde ja dann eigentlich zum Frieden beitragen. Dann wüsste man mehr, oder? Ja, aber Stefan Geiges ist da schon auf der Seite der Gemeinde. Oder umgekehrt vielleicht auch ein bisschen, sagst also du zumindest. Also ich würde da nicht zu viel spekulieren, aber also nicht zu viel erwarten auch vielleicht. Aber ich wollte nur sagen, eben, also es gibt eigentlich 2 Geschädigte bis jetzt, das sind die Gemeinde und das ist Roland Geiges. Stefan Geiges hat finanzielle Nachteile bis jetzt nicht so zu befürchten, weil er
er kann ja arbeiten, oder? Er ist ja munter am Arbeiten. Was wäre denn der Vorteil, was ich nicht verstehe? Also, was ist der Vorteil, mit seinem Bruder über 10 Jahre lang zu streiten? Der Vorteil ist, wenn er das fertigbringt, dass Roland Geiges seinen Teil der Kiesgrube verkaufen muss oder Konkurs geht im dümmsten Fall, dann könnte er natürlich diesen Teil der Kiesgrube ganz, ganz günstig übernehmen. Genau, weil niemand anders möchte es kaufen, weil dann wüsste er, wer er als Kontrahent hätte nachher. Ja. Und er würde dann quasi dieses ungelöste Verfahren übernehmen. Aber er selber könnte eben problemlos diese Grube schließen, eigentlich, wenn man so sagen will. Ja, nein, das ist eben ein bisschen komplizierter, weil er kann, solange in seiner Grube Kies abgebaut wird, darf er seinen Recyclingplatz betreiben. Das ist ein Recyclingplatz mit dem Wasser, weil weißt du, was da passiert? Also, was wird denn recycelt Kies, oder was? Das ist Mischabbruch auf der linken Seite, in der Mitte ist Betonabbruch und rechts ist Straßenaufbruch. Das wird recycelt, wird gebrochen, dann gemischt und dann wieder auf Baustellen verwendet. Unglaublich, wie viel Umsatz gemacht werden kann in einem Loch im Thurgau. Ich habe nie daran gedacht, dass Kieswerke so ein Riesenbusiness sind. Es ist so unscheinbar. Aber es ist Geld verdient. Ja, ja, das, ja es ist auch. Muss ich auch sagen, es ist auch für die Unternehmer ein gewisses Risiko verbunden. Das hat dein Bruder schmerzhaft gelernt. Eben, ja. Und sie, aber wenn es gut läuft, verdienen sie wirklich, würde ich sagen. Aber wenn Stefan Geiges an dieses Kies kommt hier, wo wir draufstehen, dann muss er seine Recyclinganlage nicht stilllegen. Ja. Also solange er Kies schürft, darf er es betreiben. Das ist der Bundesgerichtsentscheid, aber da ist jetzt der Kanton ist jetzt dran, die Gesetze zu ändern, dass er das trotzdem betreiben kann. Er könnte einfach nur jeden Tag eine Handvoll Kies schürfen von Hand? Das hat das Bundesgericht schon verboten. Ah, das glaube ich nicht, ja. Aber, okay. Es wurde ihm eine Kiesabbaubewilligung erteilt und die haben die auch bekämpft und da haben wir verloren und ich will da nicht näher darauf eingehen, aber... Er darf jetzt, hat eine Kiesabbaubewilligung, die gültig ist, und er darf den Recyclingplatz so lange betreiben. Diese Bewilligungen laufen dieses Jahr aus. Er muss dieses Jahr im September diese Bewilligungen alle erneuern. Und dann sehen wir dann, was passiert. Aber eigentlich kann man sagen, dass euer Bruder einfach nur sehr, sehr geschäftstüchtig oder meinetwegen auch selbstbezogen einfach seine Interessen vertritt und versucht quasi auf legalem Weg an etwas zu gelangen, was vielleicht nicht zwingend moralisch wäre, aber eben nicht verboten. Und ja, das gut steht, ausgedrückt. Das steht da eigentlich dann relativ gut dann da, vor allem wenn ja die Gemeinde selber keine Anstalten macht, wie soll ich sagen, so ein Gutachten zum Beispiel zu erstellen, oder? Ja gut, der Stefan Geiges hat auch an dieser Informationsveranstaltung, hat er das wiederholt, hat das früher schon mal gesagt, falls Roland Geiges zahlungsunfähig werden würde, würde er und die anderen Kiesabbauer von der Gegend die Schulden von Roland Geiges begleichen. Aber also natürlich nicht die Gerichtskosten und die juristischen Kosten. Also die Gemeinde würde entschädigt werden. Die Gemeinde würde entschädigt werden für den Betrag, den sie Roland Geiges in Rechnung stellen können. Aber nicht für die jetzt über 450.000 Franken Gerichtskosten, die bis jetzt entstanden aber sind. Aber so schafft man Goodwill bei der Gemeinde. Ja, das ist klar, ja. Ist ein bisschen der Besuch der alten Dame statt auf Dürrenmatt ein bisschen auf Thurgau. So. Ja, Stefan Geiges war auch im Großen Rat. Er ist zwar bekannt als relativ, er sagt seine Meinung. Ja. Ja, also er nimmt da kein Blatt vors Maul. Das liegt in der Familie wahrscheinlich. Ja, das hast du auch schon festgestellt. Genau. Ja, ich gebe mir jetzt Mühe, da ein bisschen ruhig zu bleiben. Aber genau. Das ist schon schwierig. Und du wohnst eigentlich in Australien, aber du stehst jetzt doch seit Jahren deinem Bruder zur Seite, weil du es einfach als absolut ungerecht empfindest, was der Bruder macht oder was die Gemeinde macht? Was die Gemeinde macht. Also für dich ist es nicht in erster Linie ein Bruderkonflikt, sondern eher ein Konflikt mit den Behörden. Das habe ich auch so kundgetan. Das habe ich auch gegenüber dem Beobachter ganz klar gesagt. Aber der Beobachter hat quasi darauf bestanden, dass das ein Bruderstreit ist. Das kann man auch so sehen. Ursprünglich war es auch ein Streit zwischen den zwei Brüdern. Und die Gemeinde hat sich dann, ich würde mal sagen, auf eine Seite geschlagen. Und das wäre dann der Vorwurf. Mindestens haben sie die andere Seite
einfach in Ruhe gelassen und Roland Geiges traktiert. Und das ist meine Meinung. Und ich hoffe, dass ich da nicht gleich eine Anzeige bekomme. Wegen Nein, Meinungen darf man haben. Also es ist auch nicht konkret gegen deine Person gerichtet. Dann ist es, denke ich, problemlos, das zu sagen. Und, auf jeden Fall das Problem ist, dass hier 25.800 Kubikmeter Material mit 1.550 Tonnen Zement, das sind ganz eine riesengroße Menge Zement, vermischt wurden und da hier unten ein 10 Millionen Franken eingebaut. Eine Bürde potenziell liegt. Ja. Und darum wollen Sie kein Gutachten, weil Sie wissen, wenn ihr Recht habt, haben Sie ein Riesenproblem. Und dann würden die Gemeindeteilnehmer, die im Moment eher auf der anderen Seite der Debatte für die andere Seite Partei ergreifen, applausmäßig gemäß dieser Versammlung, würden sich dann vielleicht auch ein bisschen überlegen, wo ist das alles sauber gelaufen? Und dann gäbe es vielleicht auch noch politische Implikationen fürs Ganze. Ja gut, das Problem ist dann, wenn die Gemeinde am Ende, ein anderer Journalist hat mir mal gesagt, es darf nicht sein, was nicht sein kann. Und wenn am Ende die Gemeinde hier bezahlen muss oder müsste, dann werden die Bürger wahrscheinlich wieder mit mir nicht einverstanden sein, weil ich dafür gesorgt habe, dass die Gemeinde bezahlen muss. Ja, genau. Ja, aber das ist dann halt so. Es kann eben sehr oft doch sein, was nicht sein darf. Und wer weiß, was die Zukunft bringt. Hast du das Gefühl, auf Kantonsebene seid ihr ein bisschen verloren? Ihr müsst immer bis aufs Bundesgericht, um eine Chance zu haben. Auf Kantonsebene sind wir auf jeden Fall verloren. Ihr müsst immer auf das Bundesgericht hoffen. Weil ich habe da einen Entscheid, einen Zwischenentscheid vom Regierungsrat. Also den kann ich vielleicht, wenn ich ihn gerade finde, kann ich ihn... Kannst du mir das Mikrofon geben? Auch raussuchen. Du bist da sehr gut vorbereitet. Ja, ich habe das ist ein Problem von mir. Ich habe ein schlechtes Gedächtnis und dann... Wenn du sagen mal gut organisiert bist, ist das schlechte Gedächtnis kein Problem. Also der Regierungsrat... Des Kantons Thurgau hat am 9. November 2021... Ich weiß nicht, ob das Richtige ist. Ah, okay. Gesprochen. Ja. Ich zeige euch, bis er das gefunden hat, noch einmal aus der Kiesgrube. Das ist nicht die Berliner Mauer, das ist eine andere Mauer, die nach meinen Auskünften 15 Jahre lang gestanden hat, bis dann doch noch eine Baubewilligung eingereicht und erteilt wurde. Den Entscheid des Regierungsrates. Das kann man nicht lesen, glaube ich. Kann man nicht lesen. Lese es besser vor. Der Regierungsrat des Kantons Thurgau, Protokoll vom 9. November 2021, Nummer 626. Aufsichtsbeschwerde Roland Geiges, Wart Weining gegen das Departement für Umwelt. Und dann da kommt der ganze Entscheid, mehrere Seiten mit Geschichte. Und am Ende schreibt der Regierungsrat auf der letzten Seite. Ich lese es gleich vor. Also vielleicht den ganzen Abschnitt. Genau. Im Nachhinein betrachtet, bei einzelnen Verfahrensschriften, eine andere Vorgehensweise wäre denkbar gewesen, würde dies keinen Missbrauch... Wenn im Nachhinein betrachtet, bei einzelnen Verfahrensschritten eine andere Vorgehensweise denkbar gewesen wäre, würde dies keinen Missbrauch der Amtsgewalt oder eine willkürliche Ausübung von Befugnissen im Sinne von Artikel 71 blablabla darstellen. Und jetzt, denn in einem so komplexen Fall ist es nur schwer möglich, stets allen Parteien vollständig gerecht zu werden. Ist das eine Bankrotterklärung oder was ist das? Also ich finde, das ist eine Bankrotterklärung an Schweizer Rechtssystem. Also die Bankrotterklärung ist nicht von mir, das ist eigentlich von einem grünen Politiker, der hat das gelesen und gesagt, das ist eine Bankrotterklärung. Hat er gesagt, dasselbe, ich bin mit einem grünen Politiker einer Meinung. Das ist das ein Novum, ja? Ja, auf jeden Fall. Hat er das gesagt und ich habe damals, das ist schon eine Weile her, das ist 9. November 20. Ich habe hier einen Käfer, ein grüner Käfer, was für ein Omen. Die essen nicht viel. Die Grünen? Die Käfer. Die Grünen fressen alles, was man nicht so... die grünen Käfer, das ist nicht so schlimm. Ja, auf jeden Fall, das ist vom 9. November 2021, das ist schon eine Weile her. Ich habe damals versucht, eine Medienorganisation, eine Zeitung zu finden, die bereit ist, dies zu veröffentlichen. Da habe niemand gefunden, der das macht. Damals habe ich vom Daniel Stricker noch nichts gewusst. Ja, das waren noch die guten Zeiten. Ne? Ja, auf jeden Fall. Jetzt hast du von mir erfahren. Ja, auf jeden Fall. Mein Beileid. Und seit daher zähle ich nicht besonders viel auf den Regierungsrat. Okay. Ich habe auch etwas, das nicht unbedingt mit dir, auch mit dem Regierungsrat, da ist ein Bürger,
an den Regierungsrat getreten und hat sich über Roland Geiges beschwert. Der Regierungsrat hat die Unterlagen genommen, ist zum AFU gegangen. Das AFU hat das abgeklärt, hat andere Ämter involviert und Roland Geiges hat wieder Verfahren am Hals wegen dem. Und das zu sagen, dass das AFU ist nicht zuständig dafür. Der Regierungsrat hätte nicht zum AFU gehen dürfen. Der Regierungsrat hätte zum Departement für Bau und Umwelt gehen müssen mit diesen Unterlagen. Und der Regierungsrat macht da offensichtlich Sachen, die nicht zulässig sind. Und das könnte man vielleicht auch in ein andermal genauer anschauen. Vielleicht darf ich was, ja. Das können wir gerne ein andermal machen. Vielen Dank für die Auskünfte. Das ist nicht dein Spiegelbild, das ist dein Bruder. Ich weiß nicht, ob er noch ein Wort verlieren will. Er will es nicht. Ich wollte eigentlich noch fragen, vielleicht kannst du dann stellvertretend antworten. Was macht das mit einem, wenn man jahrelang oder im Fall von Roland über 10 Jahre lang solche juristischen Streitereien ausfechten muss? Das macht einem doch kaputt, oder nicht? Gut, manchmal, also muss ich jetzt hier sagen, manchmal mit all diesem Scheiß, darf man das sagen? Sollte man nicht. Von den Fickern sprechen, wie du willst. Aber mit all dem Scheiß am Hals ist er manchmal schon ein bisschen unausstehlich. Also wer dein Bruder? Ja, ja. Ja, okay. Also das hinterlässt schon Spuren. Also zu mir war er sehr nett. Ja, ja. 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 Aber wenn dann wenn das wirklich wieder rund geht und viele Beschwerden und Sachen reinkommen von Gerichten und es ist eine wahnsinnig hohe, es ist nicht nur die Gemeinde, die das viel Geld kostet, es kostet auch meinen Bruder sehr viel Geld und es kostet mich auch sehr viel Nerven, weil ich bin im 2020 für Ferien in die Schweiz gekommen, konnte wegen der Corona nicht zurück nach Australien und seither bin ich da. Ich könnte in der Zwischenzeit zurück, aber jetzt, das ist in einem Stadium, da kann man einfach nicht weglaufen und die Sache wird durchgefochten. Also, und ich denke, wirklich spannend ist einfach wirklich, macht dieses scheiß Gutachten, weil dann ist klar, hat die Gemeinde missgebaut oder nicht. Genau. Und die Gemeinde will das nicht, weil sie nämlich ahnen muss, dass sie missgebaut haben oder Mist haben bauen lassen durch diese Drittfirma, wer auch immer. Und das könnte dann Implikationen haben, das könnte die Gemeinde um Millionen belasten. Und natürlich haben auch die Bevölkerung keine Lust, weil das ist das Perfide an der Politik. Am Ende haftet ja nicht die Politiker, die diese Scheiße verantworten, sondern es ist immer der Steuerzahler. Ja, natürlich. Und in diesem Fall haben die Steuerzahler keine Freunde an dir. Selbst wenn sie dir in der Sache Recht geben, müssen sie hoffen, dass ihr verliert. Ja, das ist schon so. Es ist schon wegen dem Gutachten, es ist ein Gutachten da. Was vielleicht auch sehr wichtig ist und immer wieder überall verschwiegen wird, ist, dieses Gutachten basiert auf Messresultaten, welche von der Gemeinde in Auftrag gegeben worden sind. Es ist, zum Teil habe ich mehr Proben genommen und Messresultate, die ich in Auftrag gegeben habe, aber viele Messresultate basiert auf Messresultaten von der Gemeinde beauftragten Firma selber. Ja, okay. Und diese Firma hatte den Auftrag, ein Gefährdungsgutachten abzugeben, also die Gefährdungsbelastung abzugeben der Gemeinde. Die haben auch einen Bericht abgegeben. Wir haben den eingefordert. Die Gemeinde hat gesagt, das ist ein nicht editierbarer Bericht, nur für internen Gebrauch. Was ja auch seltsam ist. Den darf man uns nicht zeigen. Das ist so wie der Loaded Gun, die geladene Waffe am Tatort, gell? Wenn man die hätte. Ja. Also offenbar, wenn sie ja nichts zu verbergen hätten, warum rücken sie dann? Ja. Dieses ist auch ein Gutachten eigentlich. Ja, es ist eigentlich auch ein Parteigutachten. Sie sagen dann, das wäre dann ein Parteigutachten der Gemeinde, also der eigenen Partei, die unter Umständen widerlegen würde, was sie jetzt die ganze Zeit behaupten und euch Recht geben würde. Ja, also man hat dann das so abgeändert und hat dieser Firma einfach einen Auftrag gegeben. Sie sollen die Messresultate einfach zusammenstellen und die haben das zusammengestellt. Und die haben gehalten, die Zahlen. Und die haben wir bekommen und anhand von dem haben wir ein Gutachten erstellen lassen. Genau, also ihr habt die Daten erhalten, aber die Interpretation, die musst du dir extern geben, weil die eigene, hauseigene Interpretation, die wurde euch vorenthalten. Jawohl, man hat einfach den Auftrag dieser Firma abgeändert. Und es geht um Gerechtigkeit. Und es ist eben, wir haben von der Gemeinde, ich weiß nicht, aber etwa 1500 Seiten Unterlagen bekommen und da sind schon ein paar Sachen drin, die sehr
relevant sind und die haben wir alle auseinandergenommen. Und die Gemeinde hat uns noch andere Sachen vorenthalten. Zum Beispiel durften wir die Tagesrapporte der ausführenden Firma nicht einsehen, was beweisen würde, dass eben diese Auffüllung eben voller Risse ist, weil die sind garantiert in den Tagesrapporten aufgenommen, weil sonst wäre ja die ausführende Firma haftbar. Und das hat man uns auch vorbehalten. Und wir werden einfach überall, ich finde, wir werden einfach nicht vom System nicht korrekt behandelt. Mhm. Weil was spricht dagegen, ein unabhängiges Gutachten zu machen? Das kostet, sehr spannend. Das kostet vielleicht, sage ich mal, 10.000 bis 20.000 Franken. Das ganze Verfahren jetzt, DBU, dann Verwaltungsgericht, dann Bundesgericht, nur so für den Aufstand und dann die Feststellungsentscheid, DBU, Verwaltungsgericht, Bundesgericht, kostet die Gemeinde, ich würde schätzen, mindestens 100.000 bis 200.000 Franken. Das AFU hat viel Aufwand, wir haben hohe Kosten. Und mit das Problem Gutachten, ist eben, Sie haben nicht Angst vor den 10.000 Franken fürs Gutachten, Sie haben Angst vor den 10 Millionen fürs Abtragen dieses. Ja, aber Hübnis. Das ist vom System her, wenn das ein belasteter Standort ist klar. Und es ist ein belasteter Standort. Wenn ich zwei Ziegelsteine nehme, in den Wald rausfahre und die Ziegelsteine dort in den Wald reinschmeiße, dann habe ich mit meiner Tat einen belastenden Standort geschaffen. Ist das so, gemäß das ist Juristen? So. Das ist so. Ja. Es ist Ziegelsteine, die ich nicht mehr haben will, ist Abfall. Wenn ich Abfall irgendwo entsorge, wo er nicht hingehört, schaffe ich damit einen belastenden Standort. Das ist die rudimentäre. Das ist nicht dasselbe, wenn man einen Ziegelstein ins Bundeshaus wirft. Dort belastet man einen bereits belasteten Standort ein bisschen mehr. Das ist nicht dasselbe wie ein unbefleckter Wald. Ja, das ist wahrscheinlich anders. Das geht es ja nicht um den Naturschutz. Das hat ja der Gründer der Migros, der hat das, glaube ich, gemacht. Ah, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall, wenn man 1550 Tonnen Zement und so einen Ort einbaut, ist das bestimmt ein Belastungsstandard. Die Frage ist nur noch, ist er überwachungsbedürftig oder nicht? Und nach unserem Gutachter ist er überwachungsbedürftig. Und nach Gemeinde ist es nicht einmal ein belasteter Standort. Und das ist, wie gesagt, ich kenne euch beide zuerst, also wir haben uns vor zwei Stunden das erste Mal gesehen, nicht mal, keine guten Stunde. Und ich habe keine abschließende Meinung, aber es ist nur eine Seite der Geschichte. Man kennt die andere nicht, aber bei mir, ich habe schon einen eingebauten Bullshit-Detektor und da muss ich schon sagen, warum will man dieses Gutachten nicht erstellen? Das würde man dann schon gerne wissen. Ja. Ihr habt es gemacht. Jetzt sagt sie, das ist nichts wert, das ist ein Parteiengutachten, aber wir brauchen keines. Weil das Bundesgericht hat ja schon entschieden, aber das Bundesgericht hat nur formell entschieden und nicht in der Sache, ob dieser Ort belastet ist oder nicht. Das Bundesgericht hat jetzt schreitet er halt weiter. He? Das Bundesgericht hat die Umweltbelastung nie beurteilt, weil das nicht Verfahrensgegenstand war. Das ist das Verfahren, das jetzt kommt, das ist dafür da und ich nehme an, da haben wir jetzt einen Anwalt anbestellt, weil ich war da nicht sehr erfolgreich vor dem Bundesgericht und da schauen wir mal. Aber ja, es wird schwierig, lange und teuer und zwar für alle Beteiligten und es wird noch viel Ärger sein. Und was mit einem Gutachten, könnte viel aufgeklärt werden, aber da müssten Sie sich... Das ist ein Beispiel, wie man in die Fängen des Systems gerät und nicht mehr rauskommt. Auch wenn man will, außer man will siebenstellige Schulden einfach auf sich sitzen lassen, vielleicht auch Konkurs gehen, dann kann man es machen. Aber für euch gibt es nicht kein Zurück, weil ihr renitent seid oder weil ihr irgendwie der Gemeinde schaden wollt, sondern es geht auch einfach darum, euren eigenen Schaden zu begrenzen. Ja, das ist das Thema, oder? Natürlich. Ja. Also man kann nicht diese Arbeiten anordnen und damit eine Umweltbelastung produzieren und dann das ganze Geld noch irgendwie einfordern. Erstens und zweitens kann man nicht, wenn 12.000 Kubik zu entfernen sind, gemäß Vollzugsanweisungen, einfach wieder 30.000 Kubik dort machen. Dieses Thema mit den 12.000 wieder 30.000, das ist abgeschlossen, das war bis Bundesgericht. Das Bundesgericht hat gesagt, das ist kein Problem, das darf man. Ich kann das zwar nicht nachvollziehen, aber das ist das höchste Gericht in der Schweiz, die haben das so beschlossen, aber die Umweltthematik wurde nie geprüft und das steht auch überall so. Ich habe vorhin den Besuch der Alten Dame erwähnt von Friedrich Dürrenmatt, erwähne ich noch das Buch Justiz. Dort heißt es, mein lieber Herr Späth, die Gerechtigkeit wohnt auf einer Etage,
zu der die Justiz keinen Zutritt hat. Das ist vielleicht leider die Lektion, die ihr noch im restlichen Verfahren machen werdet. Ja, sehen wir mal. Schauen wir. Gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr was Spannendes mitzuteilen habt. Und wenn es spannende Entwicklungen gibt, dann stehen wir vielleicht wieder hier. Gut, ja. Alles klar. Super, vielen Dank. Vielen Dank. Tschüss miteinander. Tschüss.